Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Let's Play Cities XXL, eine neue Folge. Ja, Planung, Erweiterung und Wachstum. Wir werden als erstes mal Industrie bauen. Hohe Dichte. Gucken wir mal, wie viel Platz wir hier haben. So viel Platz haben wir hier. Ach, das passt schon gar nicht, weil die Straße dann so ein bisschen blöd ist. Dann müssen wir den ein Stück weiter höher ansetzen. Oder wir machen das mit mittlerer Industrie dicht, was vielleicht auch ganz gut ist. Weil wir eh nicht so viele Führungskräfte, nicht so viele haben derzeit, aber noch ganz viele ungelernte, qualifizierte. Na, hier passt es zumindest. Und Produktion. So. Kann man hier noch eine Straße machen und dann, ja, kriegen wir da noch ein bisschen mehr hin. An Produktion. Ist auch die falsche Straße. So, hohe Dichte. Dann müssen wir erstmal wieder gucken, was wir brauchen. Und noch ein bisschen mit der mittleren Dichte. Auch neue Gewerbegebiete hier, die sogar sich echt schnell besiedeln. So, und den Rest machen wir wieder ein bisschen Grünzeugs dicht hier. Bringt zwar eh nicht wirklich frische Luft, aber was soll's. Achso, hier unten können wir ja auch noch ordentlich Schwerindustrie hinballern. Dann brauchen wir erstmal dringend neues Führungspersonal. Müssen wir gleich mal ein neues Wohnviertel für machen. Jeden Fall werden wir jetzt keine Arbeitslosen mehr haben. Denke ich mal, ne? Ja. Aber so hohen Bedarf an Führung und an Spitzen auch schon wieder. Ja, ich weiß nicht. Es lohnt fast nicht und bauen das um, weil wir das eh dann nochmal wieder umbauen werden. Das sind hier Spitzenkräfte in der niedrigen Dichte. Das machen wir dann jetzt so, indem wir jetzt hier Spitzenkräfte in der mittleren Dichte machen. Dann nehmen wir gleich so ein Feld, stellen das richtig ein. So, das andere machen wir jetzt mit Führung in der mittleren Dichte. Dann haben wir zwar nicht wirklich einen Spitzenplatz gewonnen, aber wir haben die Führungskräfte neu und ja, den gleichen Platz behalten können. So. Das gleiche machen wir hier auch nochmal. Ist das Führungskräfte mittlere? Spitzen niedrige. Gleiches Spiel nochmal. Wie gesagt, wir müssen eh noch eine Menge umbauen. Führung, mittlere Dichte. Ach, setzen wir selber. Vielleicht nehmen wir die Straße da unten auch gleich mal weg.
Scheint mir sowieso nicht so sinnvoll. Jeden Fall ziehen schnell neue Leute ein. 600.000 haben wir gleich geknackt. So, die nehmen wir weg. Damit wir ja noch ein bisschen mehr hinkriegen. So, so. Und noch ein paar Führungskollegen. Hier, hier. Und da. Was wird da noch? Ist auch egal. Ist doch egal. Ja, hier haben wir noch viel Platz, da müssen wir dann mal weiterbauen, aber das muss sich dann eigentlich von hier weiter durchziehen, damit wir wissen, wie wir da landen. Also diese Straße möchte ich jetzt gerne jetzt hier rüber haben. 600.000 haben wir. Freie Stellen gibt es noch in allen Bereichen. Das ist ja auch noch irgendwie klein, ne? Auch bei Spitzenkräften. Ja, hier, guck, machen wir das einfach so. Ja, Führung, mittlere. Erstmal egal. Spitzenkräfte. Ja, ist immer noch dieses Verkehrsknotenpunkt hier. Der ist noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, aber nur ein bisschen. Was haben wir hier eigentlich? Ungelernte in der mittleren. Ungelernte mittlere. Die reißen wir alle ab und siedeln sie neu. Hier an. Ungelernte können ruhig in der Nähe der Industrie wohnen, weil da müssen sie ja eh hin. Ich glaube, das wird in Zukunft unseren Baustil so ein bisschen bestimmen. Und zwar kommen jetzt hier Ungelernte in der hohen Dichte. Ich will mal das dann machen so. Oder sollen die ruhig an der Hauptstraße hier wohnen können? Sollen die ruhig? Hier hinterziehen wir jetzt noch eine Straße längs. Machen wir aber mit normalen Straßen. Ich glaube, das reicht. Ich hoffe es zumindest. Wir werden es sehen. Dann können wir nämlich dieses kleine Nupsi wieder abreißen hier. Noch ein bisschen Wohnraum für Unqualifizierte in der hohen Dichte. Da passt nichts hin. Dann können wir da höchstens mittlere Dichte noch machen. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch, so wie es aussieht. Nee, nicht ganz. Machen wir noch ein bisschen in der mittleren. Da gleich noch ein bisschen Grünzeug zwischen und hier geht auch nichts mehr hin. Okay. Ich weiß nicht, das, nee, das geht wieder durch die Brücke durch. Macht da wieder so einen Optikfehler. Oh, da könnten wir eigentlich noch was hinsetzen, ne? Hier nach innen. Und zwar Spitzenkräfte in der mittleren. Aber vielleicht haben die noch Bedarf an irgendwas. Lebensumfeld nicht attraktiv genug. Lebensumfeld nicht attraktiv. Arbeitsplätze sind ziemlich zufriedenstellend. Das ist relativ klar, weil die sind jetzt am nächsten an der Industrie. Weiter wollen wir nicht. Das machen wir, das ziehen wir hier aber so durch, glaube ich.
Das glaube ich schon. So, 617.000. Wir haben jetzt Arbeitslosigkeit bei Ungelernten, aber immer noch qualifizierten Bedarf. Und dafür fangen wir jetzt an, hier weiter umzubauen. Das dann nochmal sind auch Ungelernte in der Hohen. Also, ich möchte gerne. Ne, wollten wir hier direkt weitermachen? Diese Straße erstmal durchziehen, ne? Hier rüber. Und dann machen wir hier teilweise Qualifizierte draus. Alles Ungelernte. Die Qualifizierte können wir hier in der Nähe ja gut brauchen. Dann kann uns diese Querverbindung sparen. Das machen wir. Gucken wir mal, es ist alles nur Wohnraum. Alles Wohnraum ungelernt. Dann machen wir alles mal radikal weg. Machen wir gleich wahrscheinlich wieder Mangelerscheinung. So, hier müssen wir ja auch noch was wegnehmen. Gucken wir aber gleich erstmal, was das alles ist eigentlich. Qualifizierte. Achso, das sind dann schon die Qualifizierten. Das passt doch ganz gut. Was ist das? Ungelernt in der hohen Dichte. So, Qualifizierte wollen wir jetzt noch nicht zu viel wegreißen. Solange wir noch keine neuen hier haben. So, neue schöne Querverbindung. Stellt er sich wieder ein bisschen an mit den Straßen hier scheinbar. Das machen wir mal ein bisschen trickreich diesmal. Verbinden die. Verbinden die. Jetzt können wir nämlich diese kleinen Lupsel abreißen und da reißt nicht immer die ganze Straße ab. Ist das nicht praktisch? So. Dann Transportwiesen. Große Straße. Einmal hier rüber bitte. Das ist jetzt ein Scheißstück hier, ne? Das sind zwei Stücke. Das müssen wir einmal schnell mal berichtigen. Jetzt haben wir hier definitiv gleich wieder ein Staustück. Genau das da hinten nämlich. Schnell, schnell. Dürfte das ein Stück sein. Hervorragend. Ja, das passt. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir diese Straße, da wollen wir jetzt ja auch, welche lassen, welche nehmen wir dann raus? Eigentlich die hier. Die muss von oben laufen. So, welche haben wir hier? Ich glaube, die hier. Passen auch 80 Autos durch. Ist in Ordnung. Ne, es ist aber nicht die. Ist doch die. Aber gerade Strecken brauchen wir. Ich glaube, das bringt uns gar nichts, weil jetzt müssen wir die unten wegnehmen und nimmt die ganze Straße weg. Ich hab's geahnt. Teuer. Wir nehmen die hier. Nein, nicht hier unten. Ist schon in Ordnung. Jetzt kriegen wir hier keine durch.
So, wenn ihr keine Straße habt, müssen wir euch leider wieder umsetzen. Das ist ja nix. Hier ist ja an sich Straße genug. Ihr müsst ja nur an der Straße auch bauen und nicht irgendwie an den nicht mehr vorhandenen Querstraßen. Machen wir die Straße nochmal fertig hier. Das ist irgendwie so ein anderes Straßenstück. Stück Straße. Ah, ich glaube schon. So mache ich manchmal ganz so einfach das Gleiche zu finden. So. Machen wir hier, wenn wir diese Verbindung noch rauskriegen und diese, die kriegen nämlich dann hier unten auch wieder so einen Anschluss. Und hier können wir jetzt mit qualifizierten Wohnraum für qualifizierten einer hohen Dichte arbeiten. Kann auch sein, dass wir hier noch irgendwie ein bisschen irgendwas brauchen nachher an Schule oder was weiß ich. Ach, hier passt denn gar nichts mehr hin. Okay, dann können wir da vielleicht Schulen oder so hinbauen oder noch ein bisschen was für die Freizeit tun. Oder Sicherheit oder keine Ahnung, was die noch brauchen. Gucken wir gleich. Da passt auch nichts mehr hin. Sieht ja ein bisschen wehleidig, ne? So, Platz für Qualifizierte. Was sagen die denn hier? Arbeitsplatz und Lebens- und Unterhaltungskosten. Ne? Okay, das ist ja alles im grünen Bereich. So, dann, naja, das ist auch blöd. Dann können wir hier nur Qualifizierten in der mittleren Dichte machen. Komplett verschwenden wir aber den Platz dann ja doch nicht. Da kommt aber keines mehr hin. Und Grünzeugs. Ich sag Grünzeugs und guck bei Straßen. Ist natürlich auch tricky. Okay, haben wir. Naja, aber nicht. Wir machen ja hier am Ende irgendwie immer sowas. Und jetzt müssen wir nach unten gucken, dass wir die Straße ein bisschen gerettet kriegen. Freie Stellen bei Ungelernten. Also wir brauchen noch mehr Ungelernte. Möchte hier aber so ungern anschließen. Könnt ihr das verstehen? Aber Ungelernte möchte ich auch nicht mehr so weit wegsiedeln vom Industriegebiet. Also machen wir das hier mit ungelernten Dicht oder was? Oder wir machen einen kleinen Ton. Oh, 47.000 plus machen wir. Alle Achtung. Da haben wir ja doch. Haben wir ja. Da müssten wir hier mit dem Tunnel darüber. Das wäre nochmal eine Variante. Dann können die eben nur hier raus. Die Straße möchte ich nicht unterbrechen. Ich glaube, das testen wir noch schnell. Das kriegen wir noch hin. Nehmen wir das wieder weg und das weg und das weg. Ja, dann kriegen wir. Ah, Kacke, haben die auch alle keine mehr. Wir müssen erstmal gucken, dass wir das mit der dickeren Straße machen. Ja, mit der hier. 60, 80. In die Richtung brauchen wir aber keine große Straße. Oder wollen wir da nochmal durch und dahinter dann weitermachen? Wir wissen es noch nicht. Ne, passt gar nicht. Dann können wir nur eine kleine wieder hinpacken. Macht auch nichts. Dann
Game hier. Brauchen wir jetzt irgendeine kleine Brücke oder Tunnel? Vielleicht auch noch eine 80er Brücke. Das wäre so eine. Passt hier aber nicht hin. Ein Tunnel. Würde passen. Das wird ja noch ein schöner Spaß werden, diese ganzen Felder bei den Autobahnen immer auszufüllen. So passt es. Auch nicht schön, aber selten. Und praktisch vor allen Dingen. Auch da müssen wir. Wahrscheinlich müssen wir gleich wieder mit dem Tunnel arbeiten, dann können wir höchstens bis hier gehen. Könnten jetzt hier aber jeweils einmal rausgehen, so weit wie es geht. Reststücke werden wir dann wieder entfernen. Und wir machen das einfach so. Das ist ein Wohnraum. Ungelernt in einer hohen Dichte. Wahrscheinlich hätte ich auch eine kleinere Straße ausgereicht. Zumindest diese 60er Straße machen wir dann hier hin. Und auch hier hin. Dann machen wir noch ein bisschen ungelernte, hohe Dichte. Und da kriegen wir auch noch einen hin. Das ist auch ganz cool hier über dem Tunnel. Haben wir noch Wohnraum gebaut. Es geht aber auch nicht überall, wie man sieht. Okay, das ist voll die Ecke. Dann können wir hier noch ein bisschen Deko hinsetzen. Hier ein Tunnel, die können alle hier rein und da alle neben hier müssen hier rum. Dann können wir hier noch mehr bauen. Freie Stellen 5% bei Führungskräften. Wir haben wieder einen Führungskräftemangel. Noch irgendwas in niedriger Dichte, Spitzenkräfte in niedriger Dichte. Führungskräfte in mittlerer. Führungskräfte mittel. Qualifiziert in der mittleren. Führungskräfte niedrige. Führungskräfte niedriger. Aber wenn wir das jetzt hier noch mehr ausbauen, dann haut uns das hier sowieso schon um die Ohren, wo wir eh nicht so gut sind. Und hier ein kleines neues hässliches Wohngebiet. Ist echt hässlich geworden. Ich weiß auch nicht, was ich heute hier so zurechtbaue, aber egal.
Schön wird später, vielleicht. 52.000 plus pro Runde, das ist natürlich sehr beruhigend. Macht ja doch ordentlich Gewinn. Ich habe immer noch auf mal 5, sehe ich gerade Geschwindigkeit. Bisschen übertrieben. Aber soll man natürlich wieder schnell Geld denn für Terraform. Dieses können wir mal wegmachen. Das unterbricht ja auch die Straße da so sinnvoll. So. Ja, gucken wir doch mal zum ersten Mal, was wir hier geschafft haben. Noch nicht so viel. Obwohl schon nicht schlecht. Also es ist schon ein bisschen heller geworden. Hier ist es jetzt noch fies, fieser Knotenpunkt. Hier noch ist noch so eine kleine. Das ist aber auch ein dummes Stück. Dummes Stück. Da muss hier eine größere ein und dann nur eine Ausfahrt sein. Hier ist gelb, klar. Hier ist ein bisschen was los, aber alles überschaubar. Oh, was ist denn hier passiert? Schon so gut befahren, die Strecke. Aber brauchen dringend Führungskräfte. Ja, Führungskräfte. Ist ja das Blöde. Das ist ab 750.000 die hohe Dichte Führungskräfte bauen können. Macht natürlich dann Sinn, dass wir dieses hier, was jetzt noch ungelernt ist, dann zu Führungskräften umfunktionieren. Also hier die Büro dann in der Nähe haben, wo wir eben schnell hin können. 43, naja. Immerhin. Gucken wir mal, können wir hier noch eine Hütte wieder hinsetzen? Oder sind wir da jetzt eigentlich, haben wir da viel zu viel schon? Freie Stellen 1%. Ne, wir können noch ein paar Ungelernte brauchen. Okay, da passt jetzt zumindest noch einer hin. Und dann machen wir das hier noch dicht. Straße noch ein bisschen weiter. Das ist so eine. Ach ne, da muss ja wieder ein Tunnel oder so, ne? Oder eine Brücke oder was auch immer. Diese Strecke hier ist ja eigentlich auch sinnlos, ne? Stimmt's? Ach, der hat sich daran gesiedelt, obwohl das eigentlich auch total sinnlos ist, dass der sich daran siedelt. Siedel dich doch einfach in die andere Straße, du Ungelernter. Das geht nicht. Wegen der Brücke, wegen dem Tunnel. Das geht nicht wegen dem Tunnel, da bin ich mir sicher. Kriegen wir auch gerade noch, ob ich hier kriegen wir welche hin. Und sonst wahrscheinlich nur mittlere. Fast zu erwarten, dass die ja nicht so glücklich sind, wenn die zu nah in der Industrie sind. Wir haben auch die Steuern derzeit nicht so niedrig, deswegen ist die Nachfrage echt überschaubar. Wie macht er das nicht? Es geht alles nicht. Na egal, lassen wir das mal so. Ist nicht so schön hier an der Klippe.
Ist mir wohl bewusst, aber was soll man so? Auf jeden Fall haben wir hier doch jetzt eine schöne Brücke mal gekriegt. Das sieht auch schon nach was aus hier. Da hinten immer noch, na gut, den Rest, den können wir bald wegmachen, mal mit dem Plus, den wir gerade machen, haben wir das Geld schnell zusammen. Ich würde mich für diese Folge dann bei euch verabschieden. Danke, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, Daumen hoch, Kommentar und so weiter. Und ja, schaltet auch morgen wieder rein, wenn es heißt Cities XXL. Also, schönen Tag noch, bis dann.